Wir kommen jetzt zu Patrick Eichwalder aus Reichenfels, über den wir bereits vor einem Jahr berichtet haben. Er ist ein blinder Koch, dessen Blindenhund selbst erblindet ist. Ein Schicksal, das eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst hat. 40.000 Euro sind für einen neuen Hund zusammengekommen. Mittlerweile ist Labrador Bill das neue Familienmitglied. Endlich wieder spazieren gehen, wann immer er Lust hat. Für den gelernten Koch Patrick Eichwalder ist das Luxus. Mehr als ein Jahr lang konnte er nur dann ins Freie, wenn jemand aus der Familie Zeit für ihn hatte. Ich bin wieder viel selbstständiger. Ich kann meine Spaziergänge wieder machen. Ob sie im Sommer oder Herbst in die Waldspaziergänge waren oder jetzt im Winter dann einfach nur im Dorf eine Runde drehen. Es ist viel Lebensqualität wieder. Was ich vorher nicht gehabt habe, das eine Jahr. Eigentlich war Bill für einen anderen Hundehalter bestimmt, doch da passte die Chemie nicht. Und so ist Patrick Eichwalder früher als erhofft zu einem neuen Blindenhund gekommen. Bill ist als Welpe bereits ausgesucht worden, um die aufwendige Ausbildung zum Blindenführhund zu bestehen. 900 Stunden Training müssen absolviert werden und dann, gemeinsam mit dem neuen Besitzer, müssen auch Prüfungen abgelegt werden. Wir beide haben sie eigentlich mit Auszeichnung bestanden, die Prüfung. Gott sei Dank ist das so gut über die Bühne gegangen. Und das ist auch viel wert, das eine Jahr Ausbildung, wie der Hund ausgebildet worden ist, umso leichter ist dann im Prinzip die Prüfung. Es sind kleine Bewegungen, mit denen der 2 Jahre alte Bill anzeigt, wo es lang geht. Das ist es um und auf eigentlich, dass er sich von keinem ablenken lässt, ob es jetzt Personen sind oder diverse Tiere, Hunde, Katzen. Das ist sehr viel wert. Und wer sich fragt, was ist eigentlich mit der blinden Hündin Emmy passiert, die 12 Jahre alte Hundedame bringt Erfahrung und Ernsthaftigkeit in das Leben des jungen Bill. Die beiden verstehen sich prächtig und natürlich darf Emmy in der Familie bleiben und ihren Ruhestand genießen. Er hat sich auch mit der Emmy von Anfang an sehr gut vertragen. Auch mit den Kindern, mit der Frau und vor allem mit mir. Das ist das Wichtigste. Wir verstehen uns blind. Eine Mensch-Tier-Beziehung, die für den Vierbeiner viele Pflichten enthält, aber auch viel Liebe.